pixelgenaues Arbeiten. Wozu braucht man das? Klar, wenn man als Designer gewisse Logos entwickelt, möchte man die natürlich auch auf die Webseite vom Kunden bringen. Corel hat mit der letzten Version schon eine schöne, komfortable Möglichkeit gehabt, Dinge entsprechend zu exportieren, und zwar für das Web oder gleich schon für WordPress vorbereitet hochzuladen, ja? Wo man eben auf seinen WordPress-Account die Grafiken entsprechend optimiert hochladen kann. Also sehr schön komfortable Version oder Möglichkeit mit CorelDRAW die Grafiken entsprechend vorzubereiten. Jetzt der große Unterschied, den jetzt Corel mit dieser Version hat, ist, dass wir, wenn wir Grafiken mal ganz nahe anschauen, sehen wir ja, dass wir mit CorelDRAW ein vektorbasiertes Grafikprogramm haben. Und um diese Grafiken dann entsprechend ins Internet zu bringen, müsste ich ja eigentlich sehen, wie es eben auf Pixeln aussieht. Und wir haben jetzt hier die Möglichkeit, die Ansicht zu verändern und auf Pixel umzuschalten. Was jetzt passiert ist, Corel, gerade in dieser Vergrößerung, simuliert uns jetzt also eine 72 dpi-Auflösung. Und ich sehe jetzt auch ganz deutlich, was passiert. Diese Grafik, die ja eine Kantenschärfe hat, Y-Vektor, wird in diese Pixelversion übersetzt. Und was wir jetzt auch noch sehen, ist, dass einige von diesen Kanten irgendwo dazwischen liegen und jetzt wird diese graue Zwischenversion kreiert. Ich habe jetzt mit dieser Version die Möglichkeit, durch dieses Ausrichten und Verteilen, das Objekt, das ich jetzt hier anwähle, auch entsprechend an dieses Pixelgitter auszurichten. Und das muss ich jetzt kurz zeigen, dann sieht man genau, was ist passiert. Ich drücke jetzt hier drauf und schon werden diese Kanten entsprechend an die Pixel ausgerichtet. Corel verschiebt so leicht mein Design, damit es wirklich sehr gut am Schluss umgesetzt ist. Und so habe ich die Möglichkeit, Grafiken entsprechend optimal fürs Internet vorzubereiten. Also an dieses Pixelgitter ausgerichtet umzusetzen.